Und dann, on top of all, hat mein Freund mit mir Schluss gemacht. Das ist jetzt schon mal das Kleid. Ich wollte noch mal kurz mit euch quatschen zum Thema Trennung. Hallo meine Lieben und willkommen zu diesem Video. Ich habe eine Weile nicht gefilmt, deswegen bin ich gerade auch so ein bisschen lost. Weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, willkommen zu diesem Weekend-Vlog. Es steht dieses Wochenende wieder einige süße Sachen an. Aber vielleicht einmal kurz dazu, warum ich nicht gefilmt habe. Die letzten Wochen, also ich glaube dieser ganze Monat, der ganze April war einfach wirklich eine Shitshow. Ich glaube, dieser Monat geht wirklich in die History meines Lebens ein. Es hat damit begonnen, dass ich Anfang des Monats, ja, es gab einen Trauerfall, der mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat, wo ich einfach sehr mitgefühlt habe, wo ich extrem traurig drum war, was mich dann auch in so eine sehr große Einsamkeit, weil das Problem ist, wenn du trauerst und du trauerst alleine und alle, die auch trauern, sind irgendwie nicht da und dein Umfeld versteht nicht, warum du trauerst oder wie sehr du trauerst, dann fühlt man sich sehr einsam, beziehungsweise ich habe mich sehr einsam gefühlt und durch diese Einsamkeit bin ich in so eine kleine depressive Episode gestürzt, wo dann auch wirklich wenig ging. Und dann, on top of all, ja, hat mein Freund mit mir Schluss gemacht. Ja, also es war wirklich ein großartiger Monat. Es war fantastisch. Ich fühle mich richtig fresh. Aber so ist das Leben, Leute. Es läuft nicht alles immer nach Plan und alles kann sich auch so wieder verändern. Und to be honest, I am fine. Mir geht es jetzt wieder gut. Ich bin auch einfach unendlich dankbar für all den Support, den ich habe, für alle Freunde, die ich habe, die für mich da sind und waren jetzt die letzten Wochen und Tage. Ja, jetzt kann es wieder losgehen. Jetzt kann es wieder losgehen mit Videos machen und Routine haben und Leben genießen und ja, I'm ready. Ich habe, wie ihr gerade schon gesehen habt, schon mein Pole-Set drunter. Denn ich fahre gleich zum Pole. Und zwar gehe ich heute mein ganz anderes Pole-Studio auf, weil eine gute Freundin von mir dort ist und wir zusammen einen Kurs machen und ich freue mich schon sehr. Ja, heute Abend steht auch was ganz Besonderes an. Es ist nämlich eine Eröffnung einer Vernissage, wo ich eingeladen bin. Am Sonntag ist auch wieder
Bullet Journaling Abend. Da freue ich mich auch unendlich drauf. Also dieses Wochenende ist wirklich richtig schön verplant und ich freue mich total. Und es ist auch immer noch sehr gute Ablenkung. Also that's exactly what I need right now. Ansonsten, kurzes Update. Ihr habt heute Morgen gesehen, ich lese gerade Legendary. Legendary ist der zweite Teil der Caraval-Serie. Ich habe Caraval jetzt... Boah, keine Ahnung. Ich habe wirklich... auch die letzten Wochen oder die letzte Woche oder was auch immer. Ich habe so wenig gelesen, weil ich einfach so aus der Bahn geworfen war von allem. Also legit, Leute, ganz kurz, ja. Was ich jetzt auch gemerkt habe, man kann so gesunde Habits haben, wie man will, aber wenn man sowas durchmacht wie eine Trennung, man darf auch mal ungesund copen, okay? Und man darf auch mal einfach kurz ausbrechen aus all dem Gesunden, was man sich aufgebaut hat und einfach mal kurz copen. Deswegen, ich habe sehr wenig gelesen, weil ich mich einfach nicht konzentrieren konnte darauf. Ich habe gelesen und dann waren meine Gedanken zu laut und deswegen habe ich 8 Stunden am Tag einfach nur auf Instagram rumgehangen und habe da rumgescrollt, weil ich da nicht nachdenken musste. Aber jetzt schaffe ich es wieder ein bisschen konzentrierter zu lesen. Das Buch fand ich gut. Also Caraval ist echt richtig, richtig cool. Was mir an der Serie sehr gefällt ist, dass die Autorin sehr beschreibend schreibt. Also ich habe ja keine Bilder in meinem Kopf, also sehr wenig. Und bei diesem Buch habe ich tatsächlich Bilder im Kopf, weil einfach die Farben so schön beschrieben sind und das ganze Surrounding irgendwie total schön beschrieben ist und ich so richtig in diese Welt abtauche, wenn ich das lese. Die Charaktere sind okay, also es ist irgendwie, es geht halt um, also Caraval ist quasi so ein Spiel, was einmal im Jahr stattfindet, was auf so einer Art Karneval ist und es ist halt so ein bisschen mysterious, weil es gibt so verschiedene Hints und dann gibt es so ein Objective, was man halt irgendwie finden muss oder es gibt halt ein Ziel des Caraval und der Gewinner darf sich dann auch was wünschen und bla bla bla. Also es ist auch sehr magisch und sehr einfach wirklich schön geschrieben. Und da bin ich gerade beim zweiten Teil. So, und jetzt werde ich mich mal fertig machen zu Ende. Ich bin ja schon geschminkt und alles, aber ich werde jetzt noch, keine Ahnung, Tasche zu Ende packen, bla bla bla. Und dann geht's schon los zum Pole Dance. Time I think you're gonna walk out of my door, I start to jump to the conclusion you don't love me no more. Babe, give me some more work, where can you just reassure me? So Leute, ich bin wieder zu Hause. Es ist so witzig, ich habe diesen einen Trick, habe ich letzte Woche zum ersten Mal gemacht, ja, beim Pole Dance. Und da hatte ich schon panische Angst. Ich dachte, ich sterbe. Und dann machen wir den heute einfach nochmal. What the fuck? Also es war ja ein ganz anderer Kurs, ganz andere Trainerin. Und ja, die Panik war groß. Es ist auch wirklich der einzige Trick, wo ich wirklich so richtig Panik empfinde. Aber es war übel nice. Ich liebe die Trainerin auch über alles. Das hat echt Spaß gemacht. Und ich kann mir vorstellen, da auch öfter mal hinzugehen. Halt auch vor allem mit meiner Freundin. Jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit. Ich werde wahrscheinlich gleich erstmal das Badezimmer putzen. Ich habe gerade so gut gegessen. Oh mein Gott, das ist so Zitronenpasta, ja. Also es ist einfach nur, nee, nicht Pasta, Zitronenreis. Es ist Reis, Zucchini, Kichererbsen und dann halt mit Kokosmilch und mit Zitronensaft und Zitronenabrieb. Göttlich.
wirklich einfach göttlich. Ja, ich glaube, jetzt putze ich das Badezimmer kurz und danach chille ich mich nochmal richtig hin und lese eine Runde. Und dann geht es irgendwann los zur Vernissage-Eröffnung. Ich bin hyped, ich habe richtig, richtig Bock. Und ich muss mir noch was Cooles überlegen, was ich anziehen kann. Ich glaube, ich weiß, was ich anziehe. Ja, ich muss mir das nachher nochmal angucken. Angezogen dann. Ja, mal gucken. Jetzt wird erstmal gehasselt nochmal. Ich musste gerade einen kleinen Powernap machen. Ich war so müde. Ich bin beim Lesen fast eingeschlafen. Ich habe sogar nur noch mein Handy als Lesezeichen benutzt bekommen. Naja, Gumo. Ich habe jetzt noch circa eine halbe Stunde und dann mache ich mich fertig. Und dann geht's los. Ne, kleine Mili? So süß. So. Oh. Okay, Leute, ich habe mir jetzt gerade hier ein Outfit ausgedacht, ja. Und entweder sieht das gleich süß aus oder ich kriege einen Nervenzusammenbruch, weil es ist immer so, ich stelle mir irgendwas vor in meinem Kopf und dann sieht es einfach nicht so aus, wie ich es haben möchte. Kennt ihr das oder bin ich da die Einzige? Ich glaube, ich muss dringend auch mal wieder Klamotten aussortieren, weil ich glaube, ich habe einfach super viele Sachen, von denen ich gar nicht mehr weiß, dass ich sie habe, die ich nie trage, die halt entweder mies aussortiert werden können oder wo ich sage, okay, dann trage ich die mal wieder. Es gibt so viele Dinge, die ich zurzeit machen sollte. Vielleicht ist morgen mal ein guter Tag, ein paar davon anzugehen. Das ist jetzt schon mal das Kleid, Stulpen, das Korsett. So sieht das Ganze aus. Ich ziehe aber noch was drüber, weil kalt ist. Leute, ich bin nicht so begabt, was so Fashion angeht. Ich bin ehrlich. Ich glaube aber, das hier könnte ganz gut mit den Stulpen dann matchen. Doch, das kann man machen, oder? Wenn ich das noch so ein bisschen tiefer setze. Ich glaube, es ist ein Look. Stulpen, das Oberteil, dann hier drunter dieses Korsett-Ding. Ja, ist okay. Ich glaube, das drehe ich noch um, dass diese Enden hier oben sind und dann ist das okay. Ich bin schon im Bettchen und ich bin todmüde. Es war total schön und cool auf dieser Vernissage. Oh, Poppy, nein! Poppy, nein! Also es war richtig cool. Ja. Es ist halt so geil, so Kunst in echt zu sehen. Ich sollte öfter in Museen gehen. Aber ich bin so müde. Ich war ja heute Mittag schon so müde. Hab ja auch einen Nap gemacht. Und auch jetzt bin ich einfach ultra müde. Ich bin gestern auch einfach beim Lesen eingeschlafen. Aber ich freue mich schon auf den Schlaf dann, weil das ist dann so geil. Ich habe gerade überlegt, was ich morgen mache, weil irgendwie habe ich noch nicht so konkrete Pläne. Und ich glaube, ich werde erstmal ausschlafen, ins Gym gehen. Ich war nämlich einmal nicht diese Woche, obwohl ich eigentlich gehen wollte am Donnerstag. Und ich glaube, ich würde das ganz gerne nachholen, dass ich dann morgen laufen gehe. Ich würde mich eigentlich auch echt gerne um den Balkon kümmern und ich muss Video schneiden. Mal sehen. Mal sehen, was der Tag morgen bringt. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich weiß nur, dass ich sehr, sehr müde bin und jetzt noch ein bisschen lesen werde und dann wahrscheinlich beim Lesen einschlafen werde. Gute Nacht, bis morgen. Guten Morgen. Ich habe mich gerade in meine Laufklamotten geschmissen und werde jetzt wohl draußen bei diesem wunderschönen Wetter laufen gehen. Ich bin echt müde. Ich habe aber voll gut geschlafen, aber ich hätte auch noch viel länger pennen können. Aber jetzt wird Sport gemacht und ich nehme mir gar nichts vor. Wenn ich nur 3 Kilometer schaffen sollte oder so, dann ist das auch okay. Und dann gehe ich wieder nach Hause und frühstücke und dusche. Aber ich freue mich einfach, mich ein bisschen zu bewegen. Und ich hoffe, mir wird nicht zu kalt, weil wir haben gerade mal so 9 bis 10 Grad. Und ich habe ein bisschen Probleme damit, wisst ihr? Wenn meine Lunge tut dann so weh, wenn so kalt ist. Bringt nichts. Ich darf es jetzt nicht weiter aufschieben. Ich bin wieder da. Es gibt definitiv geilere Sachen, als mit Allergie draußen laufen zu gehen. Hui! Meine Augen
Aber ich bin 4 Kilometer gelaufen in 28 Minuten. 29 ungefähr. Und das ist doch ganz nice. Das ist mal eine nice Zeit auf jeden Fall. Ich fühle mich gar nicht gut. Ich muss... Oh, oh mein Gott. Ich muss klarkommen. Ich habe mich gerade fertig gemacht, weil ich mit meiner Mitbewohnerin gerade ausgemacht habe, dass wir zum Pflanzenladen gehen und Blumen für die Balkone kaufen. Ja, jetzt ist mein Balkon natürlich immer noch ein absoluter Saustall, aber ich habe mir gedacht, es macht jetzt irgendwie Sinn, erst Blumen zu kaufen, dann irgendwie sauber zu machen. Ja, und was ich mit meinem Balkon mache, weiß ich jetzt noch nicht so ganz. Aber wir machen auf jeden Fall auch den anderen. Und ich freue mich, weil ich saß so draußen und es ist schönes Wetter und es macht Spaß, auf dem Balkon zu sitzen, aber es könnte auch ein bisschen schöner aussehen. Ja, ich bin gespannt, was wir kaufen werden. Wir waren jetzt gerade Blumen kaufen und einkaufen. Und irgendwie habe ich total schlechte Laune. Aber ich weiß nicht so ganz warum. Vielleicht einfach, oh, Battery leer. Ich weiß es nicht. Ich habe halt auch irgendwie so voll viele Sachen erledigt. Oder halt so, ja, nicht ganz erledigt halt. Ich habe irgendwie super viele To-Dos, die sich so angesammelt haben. Und ich habe von allem jetzt so ein bisschen was gemacht, aber nichts komplett abhaken können. Kennt ihr das? Wenn man so den ganzen Tag irgendwas erledigt, aber man kriegt nichts erledigt. Das ist ein Scheißgefühl. Vor allem an einem Samstag hasse ich das so sehr. Ich will doch einfach nur lesen, mein Video schneiden. Hatte ich heute eigentlich vor, habe ich überhaupt nicht gemacht. Perfekt. So, jetzt sind die Blumen gekauft. Jetzt müssen die Blumen aber noch eingetopft werden. Jetzt muss der Balkon noch sauber gemacht werden. Wisst ihr, was ich meine? Und mit meinem Balkon sind wir dann noch 0% weiter, obwohl ich den eigentlich machen wollte. Und dann noch so tausende andere To-Dos. Ich muss erstmal gerade eine Runde chillen. Ich muss gerade erstmal runterkommen. Und hoffentlich geht es mir gleich wieder besser. Was ein Abfuck. Was ein Abfuck. Hallo Leute, da bin ich wieder. Was soll ich sagen? Leute, die Blümchen sind auch schon eingepflanzt. Meine Mitbewohnerin hat da tatkräftig den grünen Daumen geschwungen. Vielleicht kann ich euch zeigen. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, ist schon ein bisschen zu dunkel. Aber das sind die Blümchen. Hier hängen auch noch welche. Leute, ich wollte noch mal kurz mit euch quatschen. Auch zum Thema Trennung. Weil, und das ist natürlich jetzt sehr personal, aber ich gehe damit erstaunlicherweise so viel besser um, als ich dachte. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich in den letzten Jahren in der Therapie so viel gelernt habe, mein Glück und mein Wohlbefinden nicht an anderen Personen abhängig zu machen. Weil ich habe ein Leben. Ich habe ein sehr glückliches Leben. Ich habe ein sehr erfülltes Leben. Ich habe unfassbar viele Hobbys. Ich habe einen Job. Ich habe Katzen. Ich habe sehr viel. Und ich glaube, das hilft sehr dabei, dass ich halt gerade nicht komplett mental gehe. Auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, ich bin jemand, ich akzeptiere, was im Außen passiert. Es kann immer eine Veränderung geben. Kann immer passieren, dass sich irgendwas verändert im Außen. Aber ich weiß ja auch, dass es immer vorangeht. Und ich weiß auch, dass es immer wieder okay sein wird. Und dass immer wieder neue Situationen kommen. Und dass es nie das Ende der Welt ist und auch nie das Ende des Lebens ist, sondern einfach ein Ende und irgendwas Neues beginnt dann. Auf der einen Seite fühlt sich das irgendwie total falsch an, weil ich habe das Gefühl, wenn du eine Trennung durchmachst, musst du immer erstmal richtig lange broken sein und kaputt sein und traurig sein. Aber auf der anderen Seite finde ich es irgendwie total schön, dass ich halt dieser Mensch geworden bin, der halt, egal was im Außen passiert, einfach in sich ruht. Und es ist nicht selbstverständlich für mich. Also vor allem mit meiner Background-Story, vor allem mit meiner Diagnose, ist es nicht selbstverständlich, dass man sagt, ja, okay, dann ist das halt so, wenn dich jemand verlässt oder wenn sich jemand von dir trennt. Ich habe auch gelernt, dass Beziehungen und Beziehungen zu Menschen, wenn man nicht mehr als Paar zusammen ist, das nicht unbedingt eine Trennung bedeuten muss und dass man auch einfach auf anderem Wege vielleicht nochmal zusammenfindet. Und wenn nicht, ist es auch fein, weil, wie gesagt, es wird immer irgendwas Neues kommen, es wird immer neue Situationen sich ergeben. Deswegen, ich bin eigentlich gerade schon happy. Natürlich ist es absurd, aber ich bin in Ordnung und ich hoffe, dass das auch auf der anderen Seite so ist. Also, ich hoffe es sehr. Ich setze mich jetzt endlich... Es ist so peinlich, dass ich es einfach immer noch nicht gemacht habe. Aber ich setze mich jetzt an den Videoschnitt ein bisschen und hoffe, ich kriege da noch ein bisschen was geschafft heute, bevor ich schlafen gehe. Das kann ja echt gut sein.
ist so ein scheiß Prokrastinationstag. Eigentlich will ich die ganze Zeit mein Video schneiden, damit ich es dann fertig habe und morgen endlich wieder was hochladen kann. Aber ich habe keinen Bock und ich würde gerne 1000 andere Sachen machen. Ich würde gerne mal wieder eine Serie gucken und lesen und in der Sonne sein. Es nervt. Ja, meine Haare sind gerade auch sehr wild. Ich sollte zumindest jetzt irgendwas machen, statt die ganze Zeit einfach gar nichts zu machen, um meine Zeit zu verschwenden. Heute ist Sonntag und heute steht noch an. Eigentlich wäre ich heute zum Paul gegangen, aber ich glaube, ich skippe das heute. Erstens, weil ich mich körperlich irgendwie nicht ganz auf der Höhe fühle und ich habe auch noch so blaue Flecken und Muskelkater und ich habe auch einfach Lust, andere Dinge zu erledigen. Und dann ist es halt so. Und heute Abend kommen Mädels vorbei und wir machen einen Bullet Journaling Abend und da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Das ist das Highlight meiner Woche. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Bis dahin sollte ich noch was erledigt bekommen. Ich habe Katzenhaare im Mund. Schau mal, was jetzt als nächstes meinen Namen ruft. Vielleicht muss ich noch ein bisschen chillen und fange dann an. Oder ich sollte mich einfach durchringen und es einfach machen. Dann habe ich es hinter mir. Schnitt ist fertig. Ich bin stolz auf mich, dass ich das jetzt einfach gerade mal durchgezogen habe. Jetzt fehlt halt noch der ganze Rest, aber ja, so ein Ding ist das halt. Ich gönne mir jetzt erstmal eine kurze Pause und mache jetzt erstmal so Sachen wie die Pflanzen gießen. Video fertig. Jetzt gehe ich noch eine Runde raus, bevor unser Besuch kommt. Ja, weil ich Lust habe, draußen noch eine Runde zu lesen. Ich muss nur noch mein Thumbnail machen, aber das werde ich schon nachher hinbekommen. Ich habe nur keinen Bock drauf gerade. Ich möchte es einfach ausnutzen, dass ich gerade frei habe und das Wetter schön ist und ja, jetzt gehe ich in den Park. Bullet Journaling war wie immer sehr successful. Seht ihr alles im Monatsreset dann wieder, im genaueren Detail. Ich habe gerade noch schnell mein Video fertig gemacht, beziehungsweise das Thumbnail fertig gemacht und alles hochgeladen. Ja, und es ist schon sehr spät. Ich habe meine Sporttasche schon vorgepackt. Morgen geht's wieder ins Gym, dann geht's wieder arbeiten. Es war ein sehr, sehr schönes Wochenende. So eine perfekte Mischung aus Sachen für mich gemacht und Sachen mit anderen gemacht. Und jetzt gehe ich ins Bett. Bin schon im Bett, aber jetzt gehe ich schlafen. Danke fürs Zusehen. Wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne was in die Kommentare für den Support. Und Bobby und ich verabschieden uns. Bobby, sag mal tschüss. Sag mal tschüss, Bobby. Bis zum nächsten Mal.